Hallo meine Lieben, heute bin ich für euch in Hamburg-Hausbruch unterwegs. Und zwar ganz speziell im Stubenhof. Dieses Hochhaus der Saga ist seit Jahren hier berühmt-berüchtigt. Doch der Begriff No-Go-Area wurde in diesem Jahr Silvester neu geprägt. In dieser Straße standen Container in Brand. Als die Feuerwehr anrücken musste, um das zu löschen, konnten die Kollegen hier nicht rein, weil sie so beschossen worden sind mit Feuerwerkskörpern und Schreckschusspistolen, dass sie abrücken mussten und erst polizeiliche Unterstützung anfordern. Nach 30 Minuten konnten sie erst in diese Straße rein, um den Brand zu löschen. Die Kollegen haben aber auch berichtet, dass sie seit Jahren, wenn sie Einsätze in dieser Umgebung haben, sowohl polizeilich, wie man auch jetzt gerade sieht, als auch die Feuerwehr, die Namensschilder abnehmen, weil sie Angst vor Rachefeldzügen haben. In welchen Zuständen leben wir? Gibt es immer mehr Gebiete, wo die Polizei und Feuerwehr kapituliert und gar nicht mehr reinfährt? Das sind Zustände, die wir nicht zulassen dürfen. Und wir müssen auf demokratischem Wege diesem ein Ende bereiten. Vielen Dank, eure Olga Petersen.